Samstagmorgen, mittlerweile kurz nach 8, seid herzlich gegrüßt zu einer kleinen Wanderung und zu einem kleinen Wandervideo. Ja, ich bin heute auf dem Nahsteig unterwegs, zurzeit unterwegs von Neubrücke Richtung Idar-Oberstein. Ja, das Wetter ist nicht so gut für heute vorausgesagt, Temperaturen sind zwar gerade ideal, ja, mal gucken. Vielleicht bleibt es doch teilweise trocken oder die meiste Zeit, wenn ein paar Schauer kommen, Regen brauchen wir ja, aber heute hätte jetzt nicht unbedingt müssen regnen, weil der Nahsteig hat es in sich, hat 35 Kilometer zurzeit, er wird irgendwann verlängert werden noch, ja, und recht viel Höhenmeter, aber ich erzähle nachher noch mehr darüber und gibt halt eben noch, macht seinem Steig alle Ehre, viele schmale Pfade, wirklich ganz schmal, wenn es dann nass wäre, da kann man ruckzuck ausrutschen. Dann wäre es noch anstrengender. Gut. Ja, ich hatte eigentlich eine längere Tour geplant, aber das will ich jetzt hier noch nicht verraten. Mal gucken, wie sich das noch ergibt. Zurzeit ist das Ziel, den Nahsteig komplett einmal durchzugehen, bis Idar-Oberstein, 35 Kilometer, auf 930 Höhenmeter. Ich habe ihn schon 3 oder 4 Mal gemacht, sicher bin ich mir nicht mehr. Zuletzt am 23.12.21. Da hat schon ein kleines Handyvideo gemacht, wenn ihr mal reingucken wollt, wie es da war. Jo, ansonsten gehe ich jetzt mal weiter und ich melde mich unterwegs, wenn es was Schönes zu sehen gibt. Bis später. So, Kilometer 10, da kommen wir doch mal an einen schönen Aussichtspunkt. Da gibt es wieder so eine Servicestation, die brauchen wir jetzt nicht aufzumachen. Hier kann man schon gucken, wo man hier hingucken kann, ins Tal runter. Ja, kommen wir gleich eine Bahn. Das hier nennt sich, glaube ich, jetzt habe ich vergessen, Eisenbahnerglück. Und ist die Bahnstrecke, die Nahstrecke Richtung der Oberstein. Beziehungsweise weiter Richtung Mainz und Frankfurt. Da kommt sogar zufällig gerade ein Zug. Ja. Hält ja auch da an. Ja. Gut. Ich muss weiter. Päuschen gibt es noch keins. Die ersten 10 Kilometer sind also geschafft. Hier gäbe es natürlich noch eine schöne Bank zum Ausruhen. Ach, hier steht ja sogar. Eisenbahnerglück nennt sich das Ganze. Hab schon eben richtig gesagt? Ich weiß nicht. Jetzt gehen wir. Nächstes größere Ziel ist Noen in 7,3 Kilometern. Bis später.
Steig halt. Puh. Herrlich. Wenn man hier einmal abrutscht, da unten findet einer keiner mehr. In der Nahe kannst du auch nicht mehr ertrinken. Da ist kaum noch Wasser drin. Weiter geht's. Nächster Halt. Noen. So, Kilometer 13,5. Hier bei der Bank habe ich mal am 21. Ne, halt am 23.12., wie ich letztes Mal hier war, meine Suppe warm gemacht. Da waren wirklich minus, ich weiß nicht genau, es war auf jeden Fall richtig kalt. War auch ganz schön. Wie gesagt, ich habe auch schon mal ein Video gemacht. Zwar nur im Handy, aber könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Da seht ihr auch, wie ich meine Suppe zubereite. Einen Tag vor Weihnachten. Heute bleibt die Küche kalt und ich muss weiter. So, nach einem knackigen Anstieg sind wir jetzt hier an einer schönen Aussichtsform, Plattform angekommen mit herrlichen Bänken. Ein Träumchen. Das wollte ich euch mal gerade hier zeigen. Könnte man jetzt schön sitzen, ist kein Mensch da. Sonntags wahrscheinlich alles gefüllt. Man hat halt eben eine wunderschöne Aussicht. Schüttel auf den Kamera. Ist ja da am Filmen. Hat man halt eben eine wunderschöne Aussicht runter ins Tal. Von der Mühle unten bin ich eben gekommen. Unten vorbei kam ich. Da unten bin ich vorbeigelaufen. Bei der Mühle. So, und übrigens, ich kam von ganz da hinten. Ich zoome das mal gerade mit dem Handy ran, damit geht das ja wunderbar. Da hinten von der, da ist mein Finger, von da den Berg runter bin ich gekommen. Dann ganz ins Tal und jetzt wieder hier hoch. Also wieder einiges an Höhenmeter gemacht. Aber es lohnt sich für diese Aussicht. Außer die kaputtischen Bäume, ja, okay. Und hier werden wir uns jetzt mal richtig besaufen und dann geht er doch gleich doppelt so gut den Berg hoch weiter. Oh, ich muss den Zoom wegmachen, zu groß. Ein Weinschrank und da trinken wir jetzt mal 2, 3 Fläschchen und dann geht es besser den Berg hoch. Geil. Ihr Leute, ihr könnt euch Wein kaufen, 2,50 €. Ein moderater Preis, wer Wein mag. Ich mag keinen und schon gar nicht bei so einem anstrengenden Touren hier. Aber man kann es empfehlen. Der Schrank, wie gesagt, befindet sich entweder hier auf dem Nahesteig oder auf der Noener Nahschleife. Gut, das wollte ich mal noch zeigen. Und weiter geht's Richtung Noen. Kilometer 22, kurz vor Kronweiler. Ja, es gab jetzt hinter Noen eine kleine Umleitung. Diese war allerdings öfters. War jetzt einen guten Kilometer weiter, aber nicht dramatisch. Ja, wie gesagt, ich bin gleich in Noen. Wetter ist immer noch trocken. Mal gucken, ob das so bleibt. Ich muss gleich mal eine Dose Cola rauskramen, weil eine Pause habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Weiter geht's Richtung Idar-Oberstein. Strecke ist schön, bis jetzt noch keine Straße, nur Pfade und so Waldwege wie jetzt hier. Da kann man so einen Weg so oft gehen, wer will, jedes Mal was Neues. Jetzt schon wieder eine Neuerung hier, ich habe mich auch gerade schon gewundert. Der Nahesteig verläuft von hier aus auf einer neuen Wegtrasse. Okay, ich lese das nicht alles vor. Angeblich schöner. Höhenmeter sollen gleich sein. Ah ja, da bin ich noch mal gespannt. Lassen wir uns überraschen, was da jetzt kommt. Ich mag ja solche Überraschungen eigentlich gar nicht, wenn ich knapp im Zeitplan bin bei meinem Vorhaben. Aber nützt jetzt nichts. Wir gehen jetzt hier den neuen Weg mal gucken. Weiter geht's. Ja, die neue Wegführung sind wir jetzt hier. Da geht's ja jetzt nochmal nur ein Stück, ein schönes Stück an der Nahe vorbei. Hat ja als Begründung da gestanden. Gut, man muss schon sagen, der Nahesteig, also wer meint, das geht dann wirklich wie eine Nahe vorbei, der täuscht sich. Ich habe die Nahe heute noch nicht oft gesehen, aber das war mir bekannt, aber ja. Hier geht's dann jetzt tatsächlich ein schönes Stück an der Nahe vorbei. Das gefällt mir jetzt allerdings sehr gut. Warum nicht direkt so? Ich weiß aber auch, dass es gleich schon mal gut berghoch geht. Wir sind jetzt gleich unten
und es muss hoch zum Aussichtspunkt. Weibersprung und er ist ganz oben. Da weiß ich schon, was mir jetzt wieder gleich bevorsteht. Naja, jammern wollen wir nicht. Gejammert wird erst morgen. Die neue Streckenführung ist schön, aber die hat es jetzt in sich. Das hier ist jetzt ein Klettersteig. Heileiei. Geil. Obwohl so ein Dinger auf so einer langen Tour heute natürlich nicht gerade passend sind, aber geil. Weiter geht's. Ich wusste, dass der Berg hoch jetzt gehen muss. Ich wusste es. Ah ja. Wir sind noch lange nicht oben. Ecco mio. Kilometer irgendwas. Ihr sollt mich ruhig mal leiden sehen. Ich wusste, dass es hochgeht. Und hier geht jetzt wirklich. Oh, da komme sogar ich an Schwitzen am Kopf, gell, Boris? Ich schwitze normal nicht. Leck mich in den Tisch. Hier geben sie mir heute alles. Wenn ich das hier schaffe, weil ich heute vorhab, dann kriege ich auch eine Beförderung als Oberwandersmeister. Ey. Mann, geht das heute wieder schrupp. Lecker. Und ich hab noch so weit. Herrschaftszeiten. Ich bin aber noch richtig. Ja. Kilometer 28. Ich befinde mich jetzt am Aussichtspunkt. Oh, die Kamera wackelt. Weibersprung und ich dachte gar nicht, dass ich hier noch vorbeikomme mit der neuen Streckenführung. Also ich gehe jetzt davon aus, dass der Weg jetzt ein gutes Stück länger ist, weil sonst kann das gar nicht sein. Was ging das hier jetzt wieder berghoch? Geil. Ja, und dann auch noch filmen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Da wackelt auch schon mal die Kamera. Ich bin gerade wirklich ein bisschen fertig, ne, aber. Ich merke schon, dass ich was gemacht habe. Aber dafür gibt es jetzt wieder so einen schönen Ausblick. Weibersprung. Unten die Nahe. Da ist die Bundesstraße Richtung wieder Oberstein. Ja, ich weiß, man darf nicht von links nach rechts schwenken. Aber es ist mir sowas von egal. Wo wenn ich zack, zack, zack mache. Bei solchen extremen Herausforderungen alle ordentlich zu filmen. Das soll es erst mal einer machen. Die wenigsten würden es schaffen, überhaupt zur Strecke zu gehen, ohne Kamera. So, wer dann meckert, der sollte machen. Ich bin kein perfekter Filmer, werde ich nie. Ich kann laufen einigermaßen geradeaus. Und gut, ich muss weiter zum VP1 Ida Oberstein. Geschätzt noch 7 oder 8 Kilometer. Weiter geht's. Liebe Leute, Kilometer 36, der Nahesteig ist Geschichte. Höhenmeter kann ich gerade nicht sagen, ich kann nur sagen, ich zeige es kurz. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ich habe das Ding tatsächlich im Durchschnitt von 6,2 hier gerockt. Das ist schon der Hammer. Jo. Kurzes Päuschen und dann geht's auch schon weiter. Ah. Kilometer 41,2. Jetzt zieht doch tatsächlich ein Gewitter auf. Ich hoffe, ich bleibe einigermaßen davon verschont. Es ist bis am Donnern und es ist dunkel. Aber bis jetzt geht's noch. Dafür geht's wieder steil den Berg hoch. Eieiei. Da muss man schräg recht am Seil hochziehen.
Ei. Lecco mio. Wer hat den Weg hier beschildert? Geht das hier hoch? Geil. Kilometer 50, etwa 1450 Höhenmeter. In dieser Hütte mache ich jetzt mal 3 Minuten Pause. Dose Cola, Brötchen und dann geht es schon wieder weiter. Denn es wird mit der Dunkelheit knapp. Ich schaffe es eh nicht mehr im Hellen. Egal, Lampe dabei. So, Kilometer 60. Inzwischen ist ja kein Geheimnis mehr, dass ich in Nahsteig natürlich auch in die andere Richtung heute nochmal gehe. War so geplant. Aber ich habe es eben nicht verraten, weil ich nicht wusste, ob ich es schaffe. Sieht ganz gut aus. Ich habe jetzt noch 13 Kilometer. Die letzten 10 werden allerdings im Dunkeln stattfinden. Zum Glück habe ich eine Lampe eingepackt. Das sind noch schmale Pfade. Moment mal. Ich muss gerade hier auf den gucken. Ich glaube, ich bin einmal falsches gelaufen. Ja, 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 ja. Ah, bleib mal live drauf. Moment. Nee, sieht gut aus. Ich melde mich gleich nochmal. Jetzt bin ich gerade raus. Neblig wird's. Ah, da bin ich wieder. Nee, war richtig. Ich dachte jetzt gerade, ich wäre falsch gegangen. Ja, wird eine harte Nummer heute. Ich habe jetzt noch 13 Kilometer. Am Mittag hat schon gesagt, dass ich die erste Etappe ziemlich zügig unterwegs war. Ich bin jetzt immer noch recht zügig unterwegs. Zwar nicht mehr so schnell wie heute Mittag, aber immer noch zügig. Ich will auch so viele Kilometer jetzt noch im Hellen schaffen wie möglich. Weil auf so schmalen Pfaden im Dunkeln, naja, natürlich ist überhaupt keine Lust. Aber ich komme nicht drum rum, die letzte 1,5 Stunden noch im Dunkeln zu gehen. Gut. Hier wird jetzt die letzte Szene, wo ich schnell im Hellen sein. Ich melde mich zum Schluss nochmal. Und sag noch genau, wie weit es war. Ich werde allerdings zum Schluss den Komoot-Track wahrscheinlich einplanen, weil es ist ja dunkel. Das war ein bisschen schwierig mit Filmen dann. Okay. Ich habe noch ein Stück vor mir. Und davon geht es auch gleich noch ein ganz Stück berghoch. Noch etwa 12,5 Kilometer bis Neubrücke. Und dann sind die 72 voll. Und ich denke 1850 Höhenmeter. Aber wie gesagt, ich sage die genauen Zahlen noch, wenn ich da bin. Bis nachher noch einmal. Da kann man jetzt nicht sehen. Das ist sowas von neblig jetzt hier gerade. Ist schon geil. Ich habe jetzt noch etwa 7,5 Kilometer. Jetzt wird aber langsam dunkel. Ich hoffe mal, es ist kein Wolf hier unterwegs. Ich habe mich eben schon oft genug erschreckt von irgendwelchen Rehen. Mein lieber Mann, das ist schon nicht ohne so durch den Wald zu gehen. Und die letzten 7 Kilometer gibt es dann auch wirklich schmale Pfade. Eieiei, da wird jetzt stockdunkel gleich. Angst habe ich natürlich keine. Nur Respekt vor Wölfen und sonstigen Wildschweinen. Herrlich. Weiter geht's. In der Nacht findet man hier im Wald noch einen Getränkeschrank. Ich spreche ab. Da kann ich jetzt wirklich gut gebrauchen. Bier will ich noch keins. Coole Idee. Oh, nehmen wir das Fläschchen. Und eine Spende in der Kasse hier. Ah, geht weiter. Noch 7 Kilometer. Oh. Ja, zu. Und weiter geht's. Ist ja zu dunkel. Kilometer 71,5, noch 7-800 Meter und ich bin am Ziel. Da habe ich tatsächlich den Nahsteig in beide Richtungen heute geschafft. Ja. Reine Gehzeit knapp 12 Stunden,
Ich bin immer noch mit 6,0 km/h unterwegs. Das ist wirklich heftig. Für den Steig, wer ihn kennt, wer ihn mal gehen will, also ist wirklich heftig. Den hin und zurück, den Tempo, naja. Dann schaffe ich auch die 100 Kilometer in Köln. Locker. Das ist im Prinzip nichts dagegen. Die Höhenmeter kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe den nicht gestoppt, Komoot, das reiche ich noch nach. Gut. Wie gesagt, knapp 12 Stunden unterwegs. Für 72 Kilometer, ich denke mal so 1800 Höhenmeter. Aber ich reiche noch genaue Zahlen natürlich nach. Jetzt ist die Kamera gleich auch leer. Taschenlampe ist schon leer. Licht nur noch vom Powerbank. Ich möchte mich noch bedanken, bevor das Ding hier ganz leer ist, bei meiner Freundin für den guten VP. Herzlichen Dank heute Mittag. Ohne sie hätte ich es gar nicht geschafft. Dann möchte ich bedanken für die vielen Aufmunterungen, sage ich jetzt mal, bei Instagram, WhatsApp, unter anderem Boris, der Dominik, Thomas, Thomas Wanderblock, ja, und andere. Vielen Dank fürs Aufmuntern, hat mir viel geholfen. Ich habe es dann jetzt wirklich tatsächlich geschafft. Ich bin zwar jetzt froh, wenn ich da bin, aber ich bin noch nicht mit letzter Kraft unterwegs. Also ich könnte die 100 jetzt schon noch voll machen. Muss ich nicht, aber ich könnte. Gut, ich bin für heute raus. Noch 1 Kilometer und dann muss ich noch eine Stunde nach Hause fahren. Das sollte dann gewesen sein für heute. Ach, ich kann mich heute leider nicht zeigen. Die Verabschiedung ist heute unpersönlich, aber trotzdem würde ich mich über Likes und Kommentare wirklich sehr freuen. Ja, ich bin raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Martin. Tschüss und gute Nacht. Ich bin fertig. Nö, nicht wirklich, aber. Tschüss.